Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Mittwoch aus der Werkstatt des Altmetalls. Und heute geht es weiter an dem Planenlift 3.0. Ich habe es letzte Woche Mittwoch vorgestellt und ich habe gemerkt, es läuft auf ein bisschen Verwirrung hinaus. Es ist schwierig, wenn es keine Zeichnung gibt, keine CAD-Modelle oder ähnliches und irgendwas bei irgendjemandem im Kopf stattfindet, da müssen andere sich erstmal reinversetzen können. Es gab auch viele, viele Tipps von euch mit irgendwelchen Spindeln von Gerüsten und ähnliches, aber das ist genau das, was ich nicht möchte, denn Gerüstspindeln muss man kurbeln, das dauert alles lange. Und das Problem bei dem letzten, das sind Kurbelstützen, die man kaufen kann. Die haben aber nur einen Verfahrweg von 30 cm. Ich konnte mein Plangestell wohl rausheben, dann stand es aber in einer Höhe, wo das da vor sich hingewackelt hat. Und die letzte Variante musste mit Werkzeug verbaut werden. Das heißt, ich bin hier an die Eckstützen rangegangen, musste das mit Werkzeug verschrauben, festhalten, hier Gewinde reinrödeln. Hier habe ich mich abgestützt, hier waren die Füße dran, dann konnte ich das rausheben und dann stand das Ding da irgendwo in 60, 70 cm Höhe. Und der Wind konnte da unterschlagen und gegebenenfalls, es war alles ein Wackelkram. Ja, erster Test. Viel Arbeit, viel Zeit, die da reingegangen ist, war nicht so geil. Dann dachte ich mir, das muss irgendwie geiler gehen, weil mit der Variante 2.0 musste ich meine Ecken mit rausnehmen. Das heißt, die Klappen mussten abgeklappt werden, ich konnte das Plangestell anheben, die Klappen, die ganzen Ecken waren weg und ich hatte nur noch eine Plattform. Jetzt möchte ich das Plangestell rausheben, dass die Plane weg ist und die Klappen stehen bleiben. So ist der Plan. Werkzeuglos. Ihr habt gerade im Vorspann gesehen, die Einzelteile. Ich habe Nachtschichtwoche gehabt, deswegen sehe ich auch gerade schon wieder so ein bisschen aus wie so ein überfahrenes Auto und die Augenringe sind nicht zu übersehen. Und immer nach der Nachtschicht immer so für ein, zwei Stunden hier schon mal rumgewerkelt, die letzten Tage, um das vorzubereiten. Weil sonst schaffen wir das nicht. Der Plan ist jetzt, ne, das sind hier meine Rohre. Die habe ich hier mit dem Senker durchgebohrt, mit dem großen Senker. Habe hier mit der Flex Langlöcher reingeschnitten und mit dem Fräskopf, mit der Makita-Fräse, hier so eine leichte Rundung reingeschliffen. Das sind Schlossschrauben, die werden nachher an den Anhänger geschraubt, direkt ans Plangestell ran, werden durchgeschraubt. Hier sind Scheiben aufgedoppelt, ne, hier. Und die greifen jetzt hier rein. Ja, manche klemmen noch, das habe ich, die müssen nochmal nachgearbeitet werden. So, die passen jetzt hier genau rein, ohne zu klappern. Ja, das heißt, die Schraube muss nachher genau in Position sein am Plangestell. Dann kann ich dieses Rohr abstecken und mit diesem Splint sichern. Ja, die kriegen ja nachher Druck von unten, das heißt, die drücken sich hoch. Aber wenn man alle vier dran hat, ja, kommt ein Splint rein, dann hauen sie mal nicht mal ab. So ist der Plan, genau. Das sind die Traversenfüße, die, ne, so ist Anhänger, hier ist Plangestell. Die werde ich hier gleich anschweißen mit Wick. Habe hier so ein 40 mal, weiß ich, 5, was ich hier noch rumstehen hatte, genommen. Das wird jetzt hier mit einer Kettennaht außen, innen, außen, einmal kurz angeheftet mit kurzen Nähten, dass wir nicht ganz so viel Verzug in das Rohr reinkriegen. Weil wenn ich nur das Rohr angeschweißt hätte, hätten wir hier eine Banane, dann kriege ich die Schrauben nicht mehr angesetzt. Deswegen so ein bisschen Versteifungsplatte und so reißt mir das Rohr auch nicht aus. Dann soll hier die Klemmung ran. So, kommt die Klemmung ran. Dann sind wir auf Höhe von dem Verschluss. Ne? Ist eine Schräge drin, 25 Grad habe ich die abgesägt. Und hier kommen dann meine Eigenbaufüße rein. Das sind die Rohre, die ausfahren. Im Endeffekt hier das Innenteil, das hier. Was hier irgendwo bei 35, 40 cm ist, ist hier jetzt 1 Meter, genauso wie die Spindeln 1 Meter. Das sind die Muttern, die ich mitbestellt hatte, die Trapezgewindemuttern. Die werden hier eingeschweißt, hier auf das 42er Rohr. Da will ich schon mit Wick einen rumlegen. Und dann kommt hier die Gewindestange rein, um das Rohr fahren zu können. Das sollen hier meine Füße werden. Die werden unten angeschweißt, ne, die Aufstandsfüße. Auch nur mit einer leichten Kettennaht, irgendwie drei kleine Nähte ringsrum. Dann kannst du nur noch das Wasser unten mal rausfließen. Könnt auch ein Loch einbohren, aber eine Schweißnaht einfach offen lassen ist besser als ein Loch einbohren. Ja, ist weniger Arbeit. Und das ist hier mein 48er Rohr, was noch draußen im Garten lag. Das muss ich gleich nochmal vermessen. Das müssten 4,40 Meter sein.
Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich noch genug Rohr hatte, denn Rohr kostet mittlerweile richtig Geld. 20 Euro der Meter. Und wenn man das alles umrechnet, was dieser Versuch kostet, liegen wir ungefähr bei 300 Euro, wenn man das Rohr kauft. Ne? 8 Meter Rohr, a 20 Euro, 160 Taler weg. Dann braucht man die vier Füße, also die Klemmfüße, die braucht man. Bisschen Schrauben, bisschen Muttern, die Gewindespindel haben irgendwas bei knapp 70 Euro gekostet. Ja, das ist alles nicht ohne. Ja, hier so eine Gleitlager, die haben 16 gekostet. Die kommen hier oben auf die Spindeln rauf, hier. Und dann soll der ganze Krempel zusammengesteckt werden, dass ich ein Fahrweg von knapp 1 Meter habe. 80 cm, 90 muss ich mal gucken. Die habe ich jetzt auf 1,5 Meter gelassen. Die werde ich auf 1,5 Meter absägen. Dann haben wir nachher eine schöne Sicherheit, wo das Rohr drin ist. Und ich werde ihn noch nicht ganz rausfahren, dass er nicht kippelt. So ist der Plan. Ne? So ist der Plan. Das sind die Scheiben, die in diesem Rohr eingeschweißt werden. Mal kurz gucken. 48 Rohr mal 2 Erwandungen. Na, hier ist natürlich direkt drin, weil die draußen lagen. Dieses Rohr, ich versuche die mal über einen kleinen Finger zu kriegen. Hier. Passt hier gerade rein. So. Da werde ich auch mit Wick gleich an rumlegen. Die Scheibe kommt noch in. Das wird meine Anlagkante oder die Anlagefläche von den Spindeln werden. Ne, hier kommt Scheibe unter, Axiallager. Da kommt hier die Scheibe rauf, das führt sich nachher. Und dann kommen diese Sechskantantriebe hier oben rauf, werden durchgesplintet. Und dann kann man mit dem Akkuschrauber die Spindel drehen. Das ist der Plan. Der Plan ist, dass ich das Plangestell anheben kann und auf dem Boden abstellen kann. Wir gucken uns das mal vor Ort an, weil da gab es ja auch Einwände, ja, nimm doch einen Deutz, nimm den Frontlader, zieh das Ding unterm Balken. Wenn ich eine große Halle hätte, ne, und man könnte oder man hat hier genug Platz, kann man hier einen Flaschenzug, so einen Fahrradflaschenzug nehmen, zieht das ganze Plangestell unter die Decke, entweder hängt es dann da oder man setzt es ab. Die Basis draußen, die gucken wir uns kurz an, was genau das Problem ist, warum ich mir so eine Arbeit mache und das nicht mit dem Frontlader mache. Wir gehen da mal kurz hin. Das eine ist, dass hier der Frontlader so gut wie nie dran ist. Der liegt nämlich im Garten. Und der Anhänger, der hier steht, steht auch nicht gerade. Der steht nämlich schief. Ich weiß nicht, ob die Kamera, man sieht das ja, der Anhänger steht aus der Achse, der hängt nach links. Ich werde den auch, wenn, umdrehen, dass ich den hier rausziehen kann, weil hier ist Platz, um den auch wieder vernünftig unter die Plane schieben zu können. Und dieses Maß hier ist zu gering. Also selbst wenn ich den hier hinstellen würde, ja, das reicht hier nicht, um im Deutz mit dem Frontlader hier vernünftig zu rangieren, um das Plangestell abzustellen. Und dann ist natürlich auch die Hubhöhe. Ne? Der Anhänger hat eine Bodenplatte von 53 cm, dann kommen 30 cm Klappe und 1,90 Hochplan. Ich glaube 1,90 ist in. Das heißt, der Anhänger ist irgendwie 2,30 Meter hoch. Jetzt nimmt man so einen D30, Frontladerhöhe, da musst du noch eine Auslage haben, um in die Mitte von diesem Anhänger zu kommen. Das ist so ein langes Geschüssel, das funktioniert da nicht so mit. Und genau deswegen werde ich mir jetzt diese Arbeit machen, um den Versuch 3.0 zu generieren. Und da wir ja heute mal ein bisschen aus dem Quark kommen wollen, also ich möchte die Stützen heute wenigstens fertig haben. Ob ich sie noch montieren kann, weiß ich nicht. Die Uhr ist 20 vor 1, es liegt noch eine Menge Arbeit vor mir. Und ich denke, ich werde auch zum Schluss, wenn das doch alles gedreht ist, irgendwann wieder ein Making-of drehen, was dann hochgeht, vielleicht mit der Teileliste, dass man sich das angucken kann. Und ich werde es immer alles einmal zeigen, in schnell. Und die anderen drei mache ich dann ohne Kamera. Wenn man Rohre abschneidet mit der Flex, man hat beim Rohr irgendwie immer so das Leiden, man geht mit der Flex rein oder mit dem Winkelschleifer, ist ja egal, weil Flex ist ja Markenname. Dann dreht man das Rohr und dann versetzt man mit der Scheibe und dann hat man so einen Versatz drin, ist es die Kante sieht nicht schön aus, sie ist nicht gerade. So, gibt es einen kleinen Tick, da nimmt man zum Beispiel sowas wie Schmirgelpapier oder einen Zettel oder Kreppband oder irgendwas, was ein bisschen breiter ist, aber nicht zu breit, zeichnet sein Maß an, was man braucht und dann versucht man das hier mit einer Hand und diesem krüppeligen Knie, so, hier rumzulegen und wenn man das genau übereinander legt,
dass hier beide Seiten übereinander passen. Dann könnt ihr dann mit dem Stift einen Kreis rumziehen und dann habt ihr eure Schnittkante. Ne? Ist wesentlich gerader, als wenn ihr es einfach freie Hand versucht. Umso größer der Rohrdurchmesser ist, umso bescheidener ist meistens das Ergebnis. Ne? Ein kleines Rohr, wo man in einem Zug mit der Scheibe durchgehen kann, ist gerade. Fängt man an, das Rohr zu drehen, gleitet ihr mit der Scheibe ab, habt ihr einen schlechten Schnitt. Deswegen so ein bisschen Schablone nutzen. Ich zeichne das an, habe ich ein Maßband hier. Wie gesagt, ich möchte es nicht zu lange in die Länge ziehen. Es ist noch genug Arbeit. Aber das sind so die Basics, die ich mal ganz kurz sagen möchte. Wenn ihr jetzt Rohr bestellen wollt und ihr wollt das vielleicht irgendwann mal nachbauen, dieses Rohr bestelle ich ja meistens, oder wenn ich Material bestelle, beim Stahlshop. So, wir haben hier 4,35 Meter. Also können sie ja nur 1,5 Meter, 1,6 Meter werden. Mehr Material ist nicht da. Und wenn man das bestellt, hat man die Option 50, 1 Meter, 1,50 Meter oder 2. Bestellt man sich 2 Meter für 20 Euro den Meter, könnt ihr es in der Mitte durchschneiden, habt ihr einen Meter. Oder ihr bestellt die gleiche auf einen Meter. 1,5 Meter ist schon wieder nicht machbar, weil ihr so viel Verschnitt habt, das kostet so viel Geld. Deswegen, ja, muss man da knapp rechnen. Ich bin gespannt, ob es mit dem Verfarbig funktioniert. Das ist nachher ein ganz schönes Geschüssel. Also wenn diese Rohre 1,5 Meter lang in diesem Rohr sind mit der Spindel und die schieben hier nachher raus, ja, so viel, denke ich mal, wird nachher überbleiben. Es ist, genau, es ist. Dann noch ganz schnell der Punkt, was war denn das? 2000 Jahre später. Ich komme nicht drauf, mir fällt es nachher bestimmt wieder ein. Irgendein Punkt war da noch, den hätte ich auch gerne noch plausibel erklärt. Mir fällt es noch ein. Ne? Ich hack die Rohre klein, wird die kurz entgraten. Wird hier eine kleine Schweißnahtvorbereitung ranmachen, denn die hier passen hier bündig ran. Hier eine kleine Faser ran, dass ich hier vernünftig an rumschweißen kann. Und dann geht das hier zügig voran, Leute. So, jetzt haben wir hier viel, viel Rohr. Inneren, äußeren, sehen nicht so schön aus. Die können wir nachher noch mal ein bisschen putzen mit dem Rohrbandschleifer. Hülsen sind eingeschweißt. Die Naht ist auch schön flach. Ich kann sie wahrscheinlich so lassen. Ich will es nur einmal außen entgraten, dass wir eine Faser haben zum Reinziehen. Jetzt werde ich die Scheiben einschweißen und dann geht es gleich los zum Montieren. So, Planänderung. Weil, wenn ich jetzt diese Scheiben hier einschweiße, die Rohre sind 1,7 Meter lang, die Spindeln 1 Meter, die Rohre 1,5 Meter. Ich glaube, wenn ich jetzt die Scheiben hier einschweiße und ich das ganze Geschüssel hier drauf habe, dann wird mir das alles auseinanderfallen und ich kriege die Spindel nicht angesetzt, weil Spindel sind ja kürzer. Also bauen wir jetzt den Krempel zusammen, das heißt hier die Spindeln. Und da dachte ich mir, wir fangen erstmal mit einer Scheibe an. So als Anlagscheibe für die Lager. Und wie ihr seht, es ist immer das Erste. Ne? Also es ist alles noch offen. Das möchte ich mal zeigen. Der erste Versuch und nicht der dritte oder vierte, der ganz toll ist. Ich zeige immer den ersten. Weil wenn es verboxt, dann zeigt man wenigstens, wo das Problem liegt. So, hier. Einhandprinzip. So. Das Billigste, was man kaufen kann.
aus Chinesium. So. Das kommt jetzt hier rauf. So, wir machen das hier mal ein bisschen mit Hintergrund. So. Es kommt hier so eine Scheibe rauf. So. Die groß habe ich so ein bisschen als Anlage. So. Dann kommt dieses Lager darauf. Dann kommt die Scheibe darauf. Da werde ich gleich ganz, ganz viel Fett dran machen. Dann kommt die Scheibe zum Einschweißen da drauf. So. Und dann kommt der hier rauf. Da werden wir gleich mal 4 mm durchbohren. So. Und dann kommt ein Hohlspannstift durch. Genau. Wenn ich den nachher richtig schön dran habe und ich habe eine vernünftige Massebindung, dann dürfte der auch keine Masse ziehen über die Stange. Weil das Schlimmste wäre jetzt, wenn wir jetzt hier eine Zündung im Lager hätten. Dann ist es nämlich fest und kaputt. Genau, das werde ich jetzt so zusammenbauen, dass wir die Einheit nachher komplett mit den Rohren, die ich jetzt gerade einmal ganz kurz abgeschliffen und gereinigt habe. Wie gesagt, man muss die Schweißnähte auch bei Edelstahl immer ein bisschen putzen, weil was nicht geputzt ist, fängt irgendwann an zu rosten. Das bauen wir zusammen. Ich baue jetzt hier 4 mm durch, Hohlspannstift rein, ganz viel Fett auf die Spindel. Die werde ich gleich noch einmal sauber machen mit dem Putzlappen, dass wir die Späne darunter kriegen. Und dann mit ganz viel Fett gleich zusammenschrauben den Krempel. Dann schieben wir es zusammen und dann können wir es hier zusammenbraten. Ja, Junge, wird das ein Geschüssel, ey. Ich bin echt gespannt. Was mir wieder eingefallen ist, was ich sagen wollte, zum Thema zweiten Stützfuß, das heißt hier diese Schelle, warum ich da nur eine jetzt nehme und keine zwei, wenn man überlegt, an so einem Anhänger, ob es ein 1,3-Tonner ist oder ein 2-Tonner oder ähnliches, was dieser eine Fuß an so einem blöden Anhänger aushält. Also an so einem Kochanhänger, 1,3 Tonnen, sind die in so einem Alurahmen reingeschraubt mit einer Einzugmutter. Da kannst du über ein Stützrad den Anhänger hinten auf diese Stützen kurbeln, um Rad zu wechseln. Und die halten auch. Ne? Von daher, wir reden jetzt, ich sag mal, hart überladenen Anhänger, 1,5 Tonnen. Man drückt den hinten auf die Stützen, durch 3 geteilt. Dann sind das irgendwo 500 Kilo, die auf so eine Stütze raufdrücken. Und es funktioniert auch. Ne? Also wird da so ein Plangestell mit 50, 60, 70 Kilo auch halten. Ja? Deswegen nehme ich nur einen Fuß. Genau. So. Zusammenbauen. So, dann wollen wir mal den ersten zusammenstecken. Hier ist das, ich habe das ein bisschen klapperig gemacht. Ein bisschen Klapperpassung rein. Die kriegen ja nachher den Druck von unten. Und so können sie sich dann noch ein bisschen austoben. Genau. So, da kommt jetzt viel, viel Fett dran. Das soll die Spindel gleich mal ein bisschen einjauchen. Und ich glaube, da werde ich mal eben einen anderen Handschuh für nehmen. Egal, ist eh schon alles vollgejaucht. So. Und dann bin ich gespannt, ob meine Rechnung hier irgendwie aufgeht. Bislang alles Theorie. Aber ich glaube, so langsam wird ein Schuh draus, oder? Wie man sich das so vorstellt. Ja. So. Schön schmatze, weil die Spindeln sind ja aus normalem Stahl, die sind ja nicht verzinkt, nicht aus Edelstahl, die sind aus Stahl und nicht aus Edelstahl. So, somit geht es nur über Fett. Jetzt werde ich hier so ein Rohr nehmen, da werde ich auch noch ein bisschen Fett reinjauchen. Ja, gleich mal eine Mutter ein bisschen was haben. So. Ja.
Sehr gut. Und jetzt kann ich den hier verschweißen. Masse werde ich direkt hier oben anlegen, dass wir einen direkten Massepunkt haben. Und jetzt muss ich hier auch nichts festhalten. Ich kann ihn vernünftig reinschieben, kann eine leichte kleine Phase lassen. Ich hole euch mal ran. So. Mit der Hand wird das hier nämlich alles hinkippen. So. Jetzt kann ich den hier hinschieben, wie ich ihn brauche, dass ich eine kleine Phase habe, um da ein bisschen Halt reinzukriegen. Die sind jetzt noch nicht ganz eingefahren. Ich habe das auch so geplant, dass unten ein bisschen was rausguckt. Ne? Das hier ist Spiel, das ist nicht viel. Eine Buchse macht gar keinen Sinn. Und da kommen nachher noch die Füße unter. Und dann haben wir die Dinger in 1 Meter Länge. Genau. Wenn er mal draußen steht und das vielleicht über ein paar Wochen oder ähnliches, klar kann man oben so einen alten Gummihandschuh oben raufstülpen, dass das Wasser nicht reinläuft. Aber das Wasser muss weg, besonders im Winter bei Frost. Kann er unten aus der Kehle rausdrücken, da kommen keine Löcher rein. Hast du wieder Wespen drinne und nee. Schön, haut bislang ganz gut hin. Wo ist jetzt 3:45? Ja. Falls einer denkt, boah René, du siehst echt fertig aus. Ja, so fühle ich mich auch. Also wenn du nach der Nachtschicht, mal ganz kurz so Nachtschichtler, wir haben ja einige Schichtler, die mir zugucken, diese Nachtschicht, der Körper gewöhnt sich da nicht dran. Ob du eine arbeitest oder 5 oder 6 oder 4, Nachtschichten sind einfach scheiße. Manche Leute finden es toll, manche, die fahren nur Nachtschichten. Für mich ist die Nachtschicht eine Woche der Hölle, wirklich. Also Spätschichten hat man wenig vom Tag, wenig von der Familie, wenig von den Kindern. Diese Nachtschichten, die machen mich lang, ne? Also erste Nachtschicht immer 25, 26 Stunden wach. Dann komme ich nach Hause, mit Glück schlafe ich 2, 3 Stunden. Mehr will der Körper nicht. Wahnsinn. Ja, so ist es. So, weitermachen. Bei der Platte müsst ihr jetzt, glaube ich, nicht zugucken, wie man hier so eine Platte anschweißt, ne? Kommt ihr einfach stumpf ran, wie gesagt, kleine Kehlnaht. Und dann werde ich gleich die Füße rausholen. Ja, die werde ich gleich mal holen und die Schellen organisieren, dass wir die gleich mal haben. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir die hier anbraten. Hier beim Rohr haben wir einen kleinen Radius. Ja, können wir schön ein bisschen verlaufen lassen, mit der Zwinge ein bisschen klemmen, dass er gerade ist. Na, der klappert noch, vielleicht haue ich den noch mal einen auf dem Schraubstock, einen auf die Glocke. Ja, ein bisschen gerichtet habe ich die schon. Umso besser die Basis, umso besser das Ergebnis, Leute. Ja!
So, die letzten Teile sind geschweißt. So ein bisschen Kettennaht, das reicht. Alles andere wird keinen Sinn machen. Und ja, vorher würde das Material auseinanderreißen, bevor hier die Naht kaputt geht. Das werden wir jetzt hier mal ein bisschen einspannen. Ich muss hier mal kurz, ich muss euch mal eine Sitzgelegenheit holen. Nehmen wir den hier. Ja. Oh, tschukutschukutschuka. So, zack. Und rauf mit euch. So. Siehst du wohl. Guck mal. So kommt er nachher an den Anhänger. Das heißt, hier kommt die erste Schraube durch. Die andere ist dann noch frei. Andersrum. So. Kommt hier rein. Dann verriegelt man das nach oben. Na, dann kann er hier nicht weg. Und oben ist er auch drin. So, und dann kommt hier ein Splint durch und dann ist das alles schön. Jetzt kommt hier einer von den Füßen ran. Ich hole ihn. So, die kommen jetzt hier ran. So, ich glaube, wenn man so eine Schraube ansetzt, wisst ihr ja. Ich mache die noch mal kurz fest hier, dass er mich nicht abhaut. Moment, gleich ist er da. So, und dann hole ich euch mal ein Stück zurück hier. Guck mal, es wackelt mal ein bisschen. So, zu weit, ne? So, guck mal. Ich glaube, jetzt seht ihr mich auch, oder? Ist das komplett drauf? Ich weiß es nicht. Ich prüfe nochmal. So. Wie man so eine Schraube anzieht, das müssen wir uns jetzt noch nicht auf einer Aufnahme angucken, ne? Genau. Ja, montieren werden wir es heute leider nicht mehr. Es ist einfach zu spät. Und das Video muss dann halt auch schon bald geschnitten und in den Kasten. Sonst wird das wieder nichts. So. Ist das gerade? Bestimmt, ne? Der zentriert sich am Anhänger. Dann nehmen wir kurz Hector. Ne? Das ist hier Hector. Eins meiner Lieblingsspielzeuge. Der Schlagschrauber von Makita. Neben der Akkuflex. Ja. So. Und so kommt das Geschüssel an den Anhänger. Hier kommt die Stütze rein. Die Stütze werden wir, glaube ich, noch mal ein bisschen sauber machen. Ich hole mal eine. Macht das jetzt Sinn? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Sieht nämlich echt blöd aus. So. Wenn man so Rohre schleift, auch Handläufe. Ich guck mal kurz, mein Akku hängt hier gerade ein bisschen durch. Ist das Ding schon wieder leer hier? Wahnsinn. War nicht voll geladen. Wenn man Rohre schleift, dafür gibt es von Fein und die ganzen Hersteller, jeder hat sein eigenes Patent. Das hier ist ein sogenannter Rohrbandschleifer. Hier. Das ist jetzt an so einer am Winkelschleifer von Bosch angeflanscht. Den kann man Drehzahl regulieren, weil man nicht volle Drehzahl braucht. Und dann kommt da vorne so ein Schleiffließgurt drauf. Antrieb ist natürlich die Flex. Hier gehört das Rohr rein und dann zieht sich vorne, ich sag mal so, die Schnauze zusammen. Und dann kann man richtig geil Rohr polieren. Das gucken wir uns noch mal kurz an. Ne? Braucht man, wenn man so Geländer baut und so ein Kram. Ich habe ja damals mal Edelstahlgeländer gefertigt, privat hier mit dem Kleingewerbe, musste ich abmelden, weil der deutsche Staat gesagt hat, ja, du bist doch keine 43, du musst einen Meister haben. Hatte ich nicht, musste ich abmelden. Ab nächstes Jahr mit 43 brauche ich keinen Meister mehr, dann darf ich es wieder. Genau. So.
Ja, das hält hier gerade im Schraubstock nicht so geil. So. Gut, macht jetzt auch gar keinen Sinn. Aber ihr seht, so sieht jetzt das Rohr aus nach der Zeit. Und so das, was nicht poliert ist. Ne? Gibt es dann verschiedene Körnungsgrößen? Das ist jetzt, glaube ich, 240er Körnung. Mal kurz einen Cut machen, das wird schon wieder zu lang. So, und irgendwann nimmt das halt auch ab. Und wir versuchen das mal so. Ich hoffe, das sieht man hier, wie matt das eigentlich ist. So. Das ist die Kunst von geschliffenen Edelstahl. Ist jetzt nichts Weltbesonderes, ne? Ja, genau. Aber es sieht halt einfach geil aus. Und die Firmen nehmen viel, viel Geld für. Ja, wir montieren mal kurz ein, dass wir mal sehen, in welche Richtung das so geht. So. Ich hoffe, man sieht das auf diesem vollgemüllten Platz hier gerade. So, das ist der Anhänger. Der kommt so. Der kommt so. Und der hier, der kommt jetzt rein. So. Na, Kumpel, was ist hier los? So. So soll das. Genau. So kommt das an den Anhänger ran. Ne? Hier rangesteckt, ohne Werkzeug. Dann habe ich hier irgendwo knapp 30 cm, um das Geschlüssel raus und wieder reinzufahren. Und dann kann man mit dem... Dann kann man das mit dem Akkuschrauber hoch und runter fahren. So ist der Plan. Ja, so soll es sein. Kann man hier den Akkuschrauber rauf hämmern? Wir heben hier die ganze Werkbank an. Das ist gut. Das ist gut. Also wenn wir schon die Werkbank verschieben und das sind hier Stahlträger, die hier drauf liegen, ne? Dann ist auch genug Masse drin. Sehr gut. Oh, ich hätte auch mal Bock einzumontieren, ne? Aber einer ist keiner, ne? Komm. Einen machen wir mal kurz fertig. Ich bereite alles vor, kurz Werkzeug zusammensuchen, Stativ mitnehmen und dann werden wir nochmal einen anbauen. Ja. So, das Teil der Begierde. Letztes Mal bin ich hier untergegangen, habe die Ecken rausgezogen. Das heißt, die Klappen mussten auch raus. Klappen sollen drin bleiben, Gestell runter. Jetzt habe ich ein neues Gestell gekriegt, was alles ein bisschen massiver ist. Und das ist hier oben in den Ecken auch verschraubt. Hier sind überall Querstreben drin. Dass das alles mal ein bisschen hält. Und hier gehe ich jetzt direkt mit dem Halter ran. Jetzt habe ich mir eine Bohrschablone gebaut. Die können wir jetzt hier direkt ranzwingen. Hier. Damit wir auch den Bohrer gerade halten, ein bisschen mit Führung. Die Seiten nehme ich an, 50er Material. Da kommt das Zwinger ran. Dann haue ich da jetzt den Bohrer durch. Nach unten werde ich irgendwie, ich denke mal so 2 cm, 3 cm zum Einrasten behalten. Und dann will ich da mal durchbohren.
Hier kommen jetzt die Schlossschrauben ran. Ich habe vorne eine Unterlegscheibe zusammengeschweißt. Ne? Eine, die ein bisschen verjüngt. Das soll genau den ganz kleinen Abstand haben von der Rohrdicke. Kommt der Scheibe ran, Schrimmscheibe, das heißt eine Sicherungsscheibe. Und dann müssen die genau waagerecht stehen, dass die genau in dem Bereich auch nur klemmen. Also selbst das Spiel der Schraube habe ich mit weggemacht, dass ich diesen Vierkant nutze. Dass wir da halt auch kein Spiel drin haben. Und um die jetzt festzuschrauben, brauchen wir... Moment, ich suche es. 10er Schlüssel kaputt geschliffen, ganz schmal, um dahinter zu kommen. So, dann kann ich die nämlich genau ausrichten. So. Jetzt anknallen. Eine Hülse habe ich jetzt nicht drin. Ja, das wird hinhauen. Also da ist so viel Macht drin, ich kann den ganzen Anhänger damit schon ein Stück schlupfen. Da müssen natürlich jetzt alle vier Stützen ran. Der Anhänger steht jetzt schief. Und jetzt versuche ich den natürlich über diese Schräge rauszuziehen. Deswegen müssen alle Stützen ran, damit wir den schon mal so ein bisschen vorspannen, um das dann rauszuheben. Und ich bin echt guter Dinge, ne? Geil. Echt. Ja, liebe Leute, so ist es. Variante 1, Variante 2. Ich habe eben noch die Schrauben gesetzt am Anhänger, die vier Positionspunkte, das heißt die restlichen Schrauben ringsrum, die sind gesetzt, die sind drin. Ich werde jetzt die Tage die Dinger noch fertig machen, die müssen noch ein bisschen geputzt werden, ne? Die ganzen Nähte müssen gebürstet werden. Ich werde sie ummontieren, das heißt die Halter daran. Ich habe es eben auch gerade noch ein bisschen probiert. Der Anhänger steht echt schlecht. Ne? Wenn er gerade steht, das wird so ein geiles Patent sein. Die Bretter werde ich noch verschrauben ringsrum. Das heißt, Seiten und vorne werden unten verschrauben mit einer Schlossschraube. Hinten werde ich so lassen, wie es ist. Vielleicht ein Kugelsperrbolzen rein. Kugelsperrbolzen mal ganz schnell. Falls jemand nicht weiß, was ein Kugelsperrbolzen ist. Das hier sind Kugelsperrbolzen. Ne? Vorne ist eine kleine Kugel drin, die kann man arretieren. Vielleicht kann man die rein ohne Werkzeug. Muss halt alles werkzeuglos sein. Ne? Da kannst du nicht anfangen, irgendwelchen Brettern rumzuschrauben. Deswegen die hinteren vielleicht mit Kugelsperrbolzen durchstecken. Fertig. Und beim nächsten Mal werden wir es testen. Dann werde ich den Anhänger umdrehen, Deutz runter, den Anhänger ein bisschen positionieren, dass er gerade steht in dieser Fläche. Und dann werden wir das mal probieren. Und da bleibt die Plane unten, weil ich den Anhänger brauche. Schön, sehr geil. Richtig was geschafft. Es ist jetzt genau 18 Uhr. Ich habe noch 5% Akku. Das heißt, wir gehen hier mit Akku auf 0 raus. Genauso wie meiner. Ich bin froh, wenn Feierabend ist. Gleich gehe ich duschen, was essen. Dann gibt es noch ein Bier, dann ist Abfahrt. Bald. Genau. Sehr, sehr cool.
Ja, ansonsten sollte mir noch was einfallen, werden wir es beim nächsten Mal sehen. Ich gehe stark davon aus, dass diese Variante funktionieren wird. Es ist stabil, da ist richtig Zug drauf, werkzeuglos, montier- und demontierbar. Geil, sehr cool, wirklich. Spindeln laufen gut, ich habe die gerade mal hoch und runter gefahren ein paar Mal, da frisst nichts, die laufen astrein. Es ist genug Stabilität drin, auch in diesem Querrohr, der Platz zum Anhänger, das ist alles ideal. Und wie gesagt, man muss da nicht irgendwie rumeiern und man kann das Ding auf den Boden stellen. Geil. Ich guck mal, was eine Serienfertigung kosten würde in Stahl. Verzinkt, Edelstahl kann man nicht bezahlen. Würde ich die Dinger nachbauen, 4 Stück komplett mit Bohrschablonen in allem in Edelstahl, ist ein Tausender weg. Das ist so. Viel Arbeit, viel Material. Immer gucken, ich muss das mal hochrechnen. Ja, Leute. Wir sehen uns am Samstag. Ja, wir sehen uns am Samstag. Genau, ich denke mal vielleicht mit dem 2010. Letzte Woche Samstag war nicht ganz so geil. Und in dem Moment, ich verabschiede mich erstmal. Leute, lasst es euch gut gehen. Schönen Mittwoch. Tschö.